Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, willkommen zu unserer erneuten Online-Lesung in der Reihe Kristalle der Hoffnungen, veranstaltet von der Redaktion Bloch Akademie Newsletter, der Buchzeitschrift Latenz und dem Thalheimer Verlag. Mit unserem heutigen Vorhaben wenden wir uns dem denkerischen Lebenswerk des Tübinger Philosophen Helmut Fahrenbach zu. Anlass ist dessen 95. Geburtstag am gestrigen 18. Dezember. Als Thema haben wir gewählt: Unterwegs zum Menschen, zur Entstehungsgeschichte und zum Aufbau der 12-bändigen philosophischen Werkausgabe Helmut Fahrenbachs. Es lesen Irene Scherer und Welf Schröter. Martin Böhler wird als fachlicher Gast an unserem anschließenden Gespräch teilnehmen. Unter dem Titel Unterwegs zum Menschen veröffentlichten im vergangenen Jahr Schülerinnen und Schüler Helmut Fahrenbachs Beiträge zu dessen philosophischer Werkausgabe. Der Band Unterwegs zum Menschen wurde im Thalheimer Verlag herausgegeben von Reinhard Brunner und Martin Böhler. Das Buch enthält Ausarbeitungen zum philosophischen Denken Helmut Fahrenbachs von Martin Böhler, Reinhard Brunner, Günter Dux, Walter Erhard, Hanna Gekle, Dieter Henrich, Dorothee Kimmich, Ulrich Müller-Schöll, Matthias Richter, Christoph Schilling, Barbara Smitmanns-Weider sowie Irene Scherer und Welf Schröter. Wer am 18. Dezember 2023 eine Woge öffentlicher Würdigungen des Werkes von Helmut Fahrenbach zu dessen 95. Geburtstag erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die Universität Tübingen, an der der inzwischen emeritierte Professor jahrzehntelange gelehrt hatte, widmete diesem Tag öffentlich keine Aufmerksamkeit. Auch die philosophische Fakultät äußerte sich erkennbar nicht. Ebenso gab es keine nachlesbaren Reaktionen aus der Bloch-Community, weder vom Bloch-Zentrum in Ludwigshafen am Rhein noch von der betroffenen Gesellschaft. Doch die Gruppe seiner ehemaligen Studierenden organisierten ein internes Kolloquium. Das Schwäbische Tagblatt in Tübingen entschied sich zu einem Kraftakt und veröffentlichte am 18. Dezember in der Bürgerrubrik Wir gratulieren exakt 21 Buchstaben mit dem Einzeiler Helmut Fahrenbach zum 95. Ein Lebenswerk in 21 Buchstaben. Weder Inhalt noch Bezüge, nicht einmal die in einer Universitätsstadt üblichen akademischen Titel wurden benannt. Auch die Ankündigung zur heutigen Lesung schaffte es nicht ins Blatt. Der Name Helmut Fahrenbach scheint noch immer ein lautes Schweigen auszulösen, ein Schweigen, das seine Geschichte hat, ein Schweigen, das wir als Verlag brechen wollen. Erinnern wir uns an den öffentlichen Auftritt Helmut Fahrenbachs bei der Beisetzung von Ernst Bloch im August 1977 und bei den Tübinger Ernst-Bloch-Tagen. Denken wir an seine Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, seine Forderung nach der Durchsetzung universaler Menschenrechte und Demokratie, nach einer politisch-praktischen Philosophie, die ins gesellschaftliche Handeln verliebt ist. Man stelle sich vor, Carola Bloch und Jan Robert Bloch wären im Jahre 1977 nach Ernst Blochs Tod in der Beauftragung von Oskar Negt und Helmut Fahrenbach erfolgreich gewesen, eine Arbeitsstruktur und eine institutionelle Verankerung der Bloch-Forschung um den Nachlass herum aufzubauen. Die Wirkungsgeschichte des Bloch'schen Denkens wäre sicherlich eine andere geworden. Doch das Jahr des 12-monatigen deutschen Herbstes ließ Fördermittelgeber zögern. Helmut Fahrenbach praktiziert sein solides philosophisches Handwerk dialektisch entlang notwendiger Fragen, notwendiger wissenschaftlicher Fragen. Er würdigt und wertschätzt seine Freunde und die ihm nahestehenden Intellektuellen wie Bloch, Plessner, Schulz, Tugendhat, Henrich und Dux. Zugleich unterzieht er deren Arbeiten einer ebenso professionellen Kritik, ungeachtet persönlicher Nähe. Der Philosoph Helmut Fahrenbach entwickelt seine eigenständige Philosophie auf Grundlage der kritischen Rezeption der Werke von
Kant, Hegel, Marx, Löwit, von Jaspers, Plessner und Kierkegaard, von Wittgenstein, Sartre und Bloch, von Marcuse, Lefebvre, Fromm und Habermas. Kritisch wendet er sich von Positionen Heideggers und Spemanns und ähnlichen Sichtweisen ab. Anlässlich seines 95. Geburtstages veranstalten wir diese Lesung und weisen damit zugleich auf sein Œuvre und auf die große zwölfbändige Werkausgabe Helmut Fahrenbachs hin. Ein 13-minütiges Kurzvideo führt Interessierte in die Werkausgabe ein. Als Kleinverlag haben wir uns dieser erheblichen Editionsaufgabe seit dem Jahre 2015 gestellt und sie vollendet. Zum 95. Geburtstag verlegt Thalheimer zudem einen Ergänzungsband mit dem Titel Existenzanalyse und Sprachreflexion. Darin sind Beiträge des Autors zur Sprachkritik und Sprachphilosophie zusammengefügt. Mit der Online-Lesung laden wir zum Zuhören und Selbstlesen ein. Die Schriften Helmut Fahrenbachs fordern Leserinnen und Leser heraus. Zugleich eröffnen sie ihnen neue Perspektiven sowie neue analytische Möglichkeiten der Reflexion. Unsere Lesung haben wir in zwei Teile gegliedert. Zunächst folgen wir unserem eigenen Text im Buch Unterwegs zum Menschen, in dem erzählerisch die Geschichte des Zustandekommens der Fahrenbachschen Werkausgabe aus Verlagssicht geschildert wird. Im zweiten Teil tragen wir Auszüge des Beitrages von Martin Böhler aus besagtem Band, Titel Zur philosophischen Systematik der Werkausgabe von Helmut Fahrenbach vor. Anschließend zitieren wir kurze Passagen aus einem thesenhaften Text Helmut Fahrenbachs zum Begriff Philosophie, der in der Neuerscheinung Existenzanalyse und Sprachreflexion zu finden sein wird. Wir beginnen nun mit dem gemeinsamen Essay von Irene Scherer und Welf Schröter. Die Überschrift des Verfassten lautet Auf dem Weg zu Helmut Fahrenbachs zwölfbändiger philosophischer Werkausgabe Erinnerungen aus verlegerischer Perspektive. Es liest Irene Scherer. Es war ein ruhiger Sonntagmorgen am Ende des Tübinger Bücherfestes 2015. Als Beitrag zur politisch-gesellschaftlichen Diskussion boten wir als Thalheimer Verlag dem Buchpublikum eine Lesung über die gewachsene Freundschaft zwischen Carola und Ernst Bloch sowie Gretchen und Rudi Dutschke an. In gemeinsamer Herausgeberschaft mit Carola Bloch hatten wir 1988 mit Lieber Genosse Bloch den Briefwechsel zwischen den genannten Personen verlegt. Die Lesung wollte erinnern und zugleich zur freundlichen Kontroverse anregen. Am Ende bezeugte ein langanhaltender Beifall im überfüllten Saal, dass die vorgetragenen Auszüge aus Texten und Briefen die Zuhörenden erfreut und zugleich berührt hatten. Zwischen humorvollen Sätzen und schmerzlichen Rückblicken offenbarten sich politische Haltungen, die Ermutigungen ermöglichten. Aus verlegerischer Sicht war es ein gelungener Vormittag. Dieses Gelingen erbrachte ein unerwartetes Nachereignis. Schon früh hatte ein Zuhörer den Raum betreten und sich einen Sitzplatz in der ersten Reihe gesichert. Er genoss die Lesung mit großer Aufmerksamkeit und zeigte, dem vorgelesenen zuhörend, mal ein lächelndes, mal ein nachdenkliches Gesicht. Er saß uns direkt nah gegenüber und verfolgte unser Handeln mit präziser Konzentration. Fast hätte man vermuten können, er ringe mit einer für ihn wichtigen Frage. Sein Beifall gab eine Tendenz seiner Antwortsuche an. Nachdem die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende zum nächsten Literaturangebot des Bücherfests aufgebrochen waren, kam jener Hörer der ersten Reihe auf uns zu. Ob wir ein Buch von ihm in unserem Verlag verlegen möchten. Unsere Überraschung und spontane Zustimmung war sofort aus unseren Gesichtern zu lesen. Der Zuhörer ließ in seiner Miene freudige Erleichterung erkennen. Eine Frage und ein umgehendes, respektvolles Ja hatte nur wenige Minuten Zeit in Anspruch genommen. Es war Helmut Fahrenbach, der an diesem Tag den Anstoß zu einem damals noch nicht zu überblickenden Arbeitsprozess gab.
Als Philosoph, als wissenschaftlicher Autor, als engagierter Citoyen, wie als ein der Familie Bloch herzlich verbundener, war er uns seit mehr als 4 Jahrzehnten bekannt. Nicht nur sein mutiger Auftritt bei der Trauerfeier für Ernst Bloch am Tage der Beisetzung am 9. August 1977, wie auch seine herausfordernden Beiträge bei den Ernst-Bloch-Tagen hatten ihn über seine Fachdisziplin hinaus bekannt gemacht. Sein Name wurde zudem an zentraler Stelle im erwähnten Briefwechsel zwischen Blochs und Dutschkes genannt. Carola Bloch hatte Helmut Fahrenbach unmittelbar nach dem Tode ihres Mannes für die Leitung eines großen Forschungs- und Editionsprojektes zur Philosophie Ernst Blochs vorgeschlagen. Das Vorhaben kam nicht zustande, da mögliche Drittmittelgeber sich an das Thema Bloch nicht heranwagen wollten. Helmut Fahrenbachs Anfrage an den Verlag war allerdings nur die erste Sondierungsgeste. Dahinter verbarg sich eine zweite Frage. Ob wir bei unserer Bereitschaft blieben, wenn wir hörten, dass er uns keine elektronischen Dateien, sondern nur getipptes und handschriftliches zur Bearbeitung übergeben könne. Unsere Reaktion war frei von Zögern. Wir erneuerten unsere Zustimmung und danken dem von uns seit langem sehr geschätzten Autor für sein Vertrauen. Zugegebenermaßen müssen wir rückblickend einräumen, dass wir uns über die Dimension dessen, was aus diesem Vormittag folgte, damals nicht wirklich im Klaren waren. Er hatte ja nur von einem einzigen Buch gesprochen. Als der erste bei Thalheimer verlegte Fahrenbach-Band mit dem Titel Philosophie, Politik, Sozialismus, ein prekäres Verhältnis in Deutschland, mit einem Umfang von 488 Seiten im Jahr 2016 erschien, hatte er bereits einen Folgeband im Sinn. Schon im Jahr 2017 verlegten wir sein Buch Ernst Blochs Philosophie der Hoffnung und Utopie im Kontext und Diskurs mit 472 Seiten. Als Thalheimer Verlag konnten und können wir Helmut Fahrenbachs Anliegen auch aus einem weiteren Grunde mit großer Leidenschaft nahetreten. Seine fachliche Präsenz und Kompetenz, seine Autonomie im Denken, seine aufnehmende Kritik an zentralen philosophischen Werken anderer Autoren bilden sein Alleinstellungsmerkmal. Zugleich stellen seine umfangreichen Arbeiten deutliche Gegenstücke zu jenen in Tübingen sich ausbreitenden Philosophievorstellungen dar, die sich immer offener nur noch als technikbefördernde Hilfswissenschaften verstehen. Helmut Fahrenbach betonte die Dimension des politisch-philosophischen, des philosophisch-praktischen und des philosophisch-zukünftigen. Wie banal und rückwärtsgewandt erscheint dagegen eine prominente akademische Stimme, die das Ontologische vor allem als Baustein digitaler Konstrukte sehen will und offensiv den Elfenbeinturm als notwendige Bedingung erfolgreichen Denkens propagiert. Erleichtert nimmt man bei der Lektüre der Werke Helmut Fahrenbachs zur Kenntnis, wie professionell er das philosophische Werk Ernst Blochs würdigt und zugleich respektvoll kritisiert. Ähnlich wie in seinem Umgang mit Positionen der Denker Helmut Plessner, Karl Löwith, Karl Jaspers und Jürgen Habermas übt er tendenzkundig konstruktive Kritik, sucht das Aufhebbare und Voranweisende. Das dialektische Argumentieren hilft ihm in der Auseinandersetzung mit Jean-Paul Sartre, Henri Lefebvre und Herbert Marcuse. Sein säkuläres Verhältnis zur Theologie lässt es zu, dass er Sören Kierkegaard wie Martin Luther und auch Hans Küng kritisch beerben kann. Aus seinem Weg von Immanuel Kant über Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx zu Ernst Bloch leitet er ein Sozialismusverständnis ab, das mit dem realen Sozialismus nichts zu tun hat. Die Trikolore als Motiv der Menschenrechte bildet die unveräußerliche Grundlage seines auf Emanzipation angelegten philosophischen Arbeitens. Nun folgt ein Zitat von Helmut Fahrenbach: Die theoretische Situation ist, dass die Explikation der Idee des Sozialismus als regulativer praktischer Idee menschlicher Emanzipation in einer freien, gleichen und solidarischen Gesellschaft eine umfassende Rekonstruktion sozialistischer Theorie verlangt. Eine solche Rekonstruktion kann und muss sich zwar auf die kritische Sichtung der sozialistischen und marxistischen Theoriegeschichte
sowie zeitgenössischer Positionen und Diskussionen stützen, aber sie muss den systematisch differenzierten und methodisch reflektierten Bezugsrahmen für eine heute nötige und mögliche integrationsfähige Rekonstruktion sozialistischer Theorie selbst erst entwerfen. Für diese Rekonstruktionsaufgabe bleibt Blochs Philosophie des Sozialismus trotz einiger bedenklicher Phasen und Züge aufschlussreich und in ihrer normativ-utopischen Ausrichtung kritisch angeeignet, weiterhin wegweisend. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund gaben die für das Jahr 2018 in Planung genommenen Bände Karl Jaspers Philosophie menschlicher Existenz und Vernunft und Bertolt Brecht Philosophie als Verhaltenslehre den guten Anlass, aus verlegerischer Perspektive einen weitreichenden Impuls zu wagen. Der Thalhammer Verlag schlug Helmut Fahrenbach vor, den Schritt zu einer konzeptionell geprägten Werkausgabe ins Auge zu fassen. Die bisherigen Einzelbände sollten in den Rahmen einer solchen geordneten Sammlung eingebettet werden. In gemeinsamen Gesprächen des Verlages mit Monika Fahrenbach-Wachendorf und Helmut Fahrenbach in ihrer Wohnung wurde der Wechsel von der Reihe von Einzelbänden zur Werkausgabe ausführlich beraten. Nach der Unterzeichnung eines diesbezüglichen Vertrages mit dem Thalhammer Verlag am 9. August 2017 begann der Autor, eine philosophisch begründete Gliederung festzulegen. Die nun konzipierte Werkausgabe wurde zunächst auf 10 Titel mit 11 Bänden angelegt. Im Jahr 2022 kam ein letzter Band mit dem Titel Brennpunkte neuzeitlicher Philosophie hinzu. Die Werkausgabe ist zuletzt auf 12 Bände angewachsen. Bei der Strukturierung der Bände ging der Autor nicht dem Impuls nach, eine Gesamtausgabe als im traditionellen Sinne Sammlung aller seiner Schriften anzulegen. Dies hätte von Leserinnen und Lesern verlangt, die letztlich 12-bändige Gesamtausgabe als einen in sich geschlossenen Block von Texten und als eine Band für Band aufeinander aufbauende Ausarbeitung zu rezipieren. Helmut Fahrenbach ordnete dagegen seine Schriften entlang von wesentlichen philosophischen Fragen und Problemstellungen. Dies ermöglicht dem Lesepublikum, die Bücher der Werkausgabe auch als Einzelbände anzunehmen und zu verstehen. Dies entbirgt zugleich die Folge, dass sich bestimmte einzelne Aufsätze wortgleich in verschiedenen Bänden wiederholen, weil deren argumentative Kraft in den jeweiligen Kontexten erforderlich ist. Die große Herausforderung für den Verlag bestand unter anderem darin, die getippten, die handschriftlichen und zum Teil in früheren Jahren gedruckten Textvorlagen zu erfassen, zu lektorieren und zu umbrechen. Helmut Fahrenbach arbeitete und arbeitet ohne Computer. Monika Fahrenbach-Wachendorf und Helmut Fahrenbach oblag es, alle Texte Korrektur zu lesen. So entstand auch von bereits früher veröffentlichten Beiträgen neue Versionen als Fassungen letzter Hand. Alle 11 Titel in 12 Bänden der Werkausgabe ergeben zusammen mehr als 4.500 Druckseiten. Das Jahr 2018 wurde von zwei Jubiläen geprägt. Am 18. Dezember 2018 beging Helmut Fahrenbach im Kreise seiner Familie seinen 90. Geburtstag. Wenige Tage zuvor fand das vom Thalhammer Verlag in Zusammenarbeit mit der Redaktion der Buchzeitschrift Latenz und der Hans-Meyer-Gesellschaft organisierte Kolloquium zu Ehren dieses Philosophen mit dem gleichnamigen Titel seines ersten Bandes Philosophie, Politik, Sozialismus in den Räumen der alten Universitätsbibliothek statt. Das zweite Jubiläum unterstützte die Ehrung des Autors. Der Thalhammer Verlag beging seinen 30. Geburtstag. Dem Thalhammer Kolloquium standen leitmotivisch zwei Zitate aus dem Werk Helmut Fahrenbachs voran. Zitat Helmut Fahrenbach: Die faszinierenden und irritierenden Züge von Blochs Denken verstärken und komplizieren sich noch einmal dadurch, dass es Bloch nicht nur um Philosophie, sondern um deren wesentlichen Zusammenhang mit der marxistischen Theorie beziehungsweise um unverkürzte marxistische Philosophie geht. In diesem Zentrum
der Bloch'schen Philosophie bündelt sich Anziehungskraft und Irritation für Philosophen und Marxisten. Denn die von Bloch behauptete und in bestimmter Weise auch realisierte Einheit von Philosophie, auch als besonderer aktiver Metaphysik und marxistischer Theorie, irritiert Philosophen und marxistische Theoretiker gleichermaßen, da beide doch zumeist auf gegenseitige Aufhebung oder zumindest auf kritische Unterscheidung bzw. abgrenzende Kritik eingeschworen sind. Das zweite Zitat: Denn in einer soziokulturell differenten und politisch-ökonomisch disparaten Weltgesellschaft, deren Differenzen aber zugleich in einer komplexen Verflechtung und Abhängigkeit zueinander stehen, muss auf den verschiedenen Ebenen eine diskursiv-kommunikative Verständigung über die allgemeinen und differenten Interessen und ihren Ausgleich gesucht werden, wenn gleichberechtigte Anerkennungsverhältnisse erreicht und der Weg zu einem solidarischen, weltbürgerlichen Zustand beschritten werden soll. Zitat Ende. Diese Zitate ebneten den gedanklichen Weg zum vorletzten Band der Werkausgabe mit dem Titel Philosophie kommunikativer Vernunft, das als eine Art philosophisches Crescendo betrachtet werden kann. Hier kommt der Praxisbezug seines Schaffens als interkulturell notwendige Denkform nochmals deutlich zum Ausdruck. Zitat Helmut Farnbach: Kommunikative Vernunft ist die der selbstkritisch reflektierten moderne zugehörige Vernunftform, die den Geltungsmodus und Wahrheitserweis von Erkenntnis- und Gewissheitsansprüchen kognitiv-theoretischer und normativ-praktischer Art weder subjektiven Evidenzen oder a priorischen Gewissheiten noch einer positivistisch oder instrumentell reduzierten Verstandesrealität überantwortet, sondern zumal in Dissenslagen der kommunikativ-diskursiven Klärung, Prüfung und möglichen Verifikation im Sinne intersubjektiv allgemeiner Anerkennung bzw. Anerkennungsfähigkeit. Diese Form eines zugleich differenzierenden und verbindenden Vernunftdenkens ist geradezu überlebensnotwendig angesichts der ebenso unauflöslichen wie konfliktreichen Verflechtungen und Abhängigkeiten in einer Weltgesellschaft und der in ihr elementar notwendigen inter- und transkulturellen Verständigungsprozesse und Diskurse über die globalen Probleme und die strukturellen, normativen und empirischen Voraussetzungen ihrer Lösung. Zitat Ende. Wir schließen ein weiteres Zitat von Helmut Fahrenbach an. Kommunikative Vernunft eröffnet die Möglichkeiten hin zu einer solidarischen Praxis. Die Praxis- und Zukunftsthematiken werden im teleologischen Bezugsrahmen praktischer Philosophie das sachliche Zentrum der Gesamtthematik und des substanziellen Erkenntnisinteresses der Philosophie ausmachen. Dabei hätte die philosophische Anthropologie die strukturellen und historischen Bedingungen der Lebensweise und Selbsterfahrung des Menschen zu klären. Die Philosophie der Praxis, die konkrete Analyse und Kritik der Lebenspraxis zu leisten und die normativen Probleme einer kommunikativen Praxis solidarischen Handelns zu erörtern. Während die Problemstellung der Philosophie der Zukunft über die theoretischen Grundlagenfragen des Zukunftsdenkens hinaus den konkret utopischen, das heißt geschichts- und praxisbezogenen Entwurf einer besseren, menschenwürdigeren Lebenssituation thematisiert. Nach 7 Jahren intensiver inhaltlicher Zusammenarbeit ist es Helmut Fahrenbach, Monika Fahrenbach-Wachendorf und dem Thalhammer Verlag gemeinsam möglich geworden, ein außerordentlich aktuelles philosophisches Werk den Leserinnen und Lesern zugänglich zu machen. Helmut Fahrenbach gilt dabei ein großer Dank für den Mut, in Zeiten der Klimakrise und des Krieges, in Zeiten wachsender nationalistischer Tendenzen und sozialer Konflikte, in Zeiten eines wiederkehrenden Antisemitismus und gesellschaftlicher Kälte, tendenzverwandt ein unabdingbares Zeichen begründeter und belehrter Hoffnung zu setzen.
Damit endet der erste Teil unserer heutigen Lesung. Wir wenden uns nun dem zweiten Teil zu. Irene Scherer liest Auszüge aus dem Beitrag von Martin Böhler. Dieser Beitrag trägt den Titel Zur philosophischen Systematik der Werkausgabe von Helmut Fahrenbach. Irene Scherer liest. Habeas corpus, auch für Tiere. So entschied ein argentinisches Gericht im Jahre 2014, als es die Freilassung der Orang-Utan-Frau namens Sandra verfügte. Mit diesem Urteil kehrte das Gericht die Blickrichtung im Mensch-Tier-Verhältnis um. Während Darwin in seiner Entstehung der Arten im Menschen nicht mehr das nach dem Ebenbild Gott geschaffene Wesen sehen wollte, sondern ihm zum Tier degradierte, indem er das Tier im Menschen erkannte, so erkannte das Gericht in Buenos Aires den Menschen im Tier, stattete es mit Würde aus und nahm es in den Adelstand unter den Lebewesen auf. Menschenrecht für Tiere, wie von dem Great Ape Project und seinem prominentesten Vertreter, dem Gattungsüberspringer Peter Singer, gefordert. 1950 formulierte Alan Turing den nach ihm bekannten Test. Darin wird die Frage aufgeworfen, ob es nicht sinnlos sei, zwischen dem Menschen und der Maschine noch einen Unterschied sehen zu wollen, wenn es für einen Menschen nicht feststellbar ist, ob er mit einer Maschine oder einem anderen Menschen kommuniziert. Dieses Problem hatte im Grunde zwar schon die Bewusstseinsphilosophie, die nach vielen erfolglosen Versuchen, die Existenz des anderen zu beweisen, eingestehen musste, dass es keine Möglichkeit für ein isoliertes Bewusstsein gibt, mit Sicherheit festzustellen, ob es sich bei seinem Gegenüber um ein anderes Bewusstsein, ein beseeltes Wesen oder eine seelenlose Maschine handelt, die einen Menschen nur simuliert. Auch in Kants Philosophie beruht die alltägliche Gewissheit vom Menschsein des anderen, das Fremdbewusstsein, letztlich auf einer bloßen Unterstellung. Doch bestimmte Vertreter der künstlichen Intelligenz versuchen neuerdings, diesem Problem eine weitere Wendung hinzuzufügen. Denn angesichts der Fiktion eines Roboters in Menschengestalt mit menschlich modulliertem Gesicht, das auch Emotionen sollte wiedergeben können, verlöre selbst die von Habermas gern verwendete, herzerwärmende Formen von allem, was Menschenantlitz trägt, seine anthropologische und moralische Bedeutung. Wenn dergestalt die Grenzen des Menschseins verschwimmen, der Mensch einmal das Tier, ein andermal die intelligente Maschine als vermeintlich seinesgleichen ansehen soll, was ist denn der Mensch? Ein Tier? Eine Maschine? Oder bliebe ihm als Ausweg aus diesem Dilemma nur das Programm seiner eigenen Erhöhung? Der Homo Deus? Eine neue Form des Übermenschen? Je vielfältiger die Wissenschaften den Menschen thematisieren, je größer das empirische Wissen vom Menschen, je mehr deren Ergebnisse die Lebenspraxis der Menschen beeinflussen, seine technischen Selbstgestaltungsmöglichkeiten steigern, desto fragwürdiger wird er offensichtlich sich selbst, sowohl in der Wissenschaft wie im Alltag. Der von Interessen geleitete Verlust traditioneller, sicherer Fundamente seiner Selbstbestimmung, wie Religion, Humanismus, erzeugen für den modernen Menschen in der Tendenz eine prinzipielle Unsicherheit hinsichtlich seines Selbstverständnisses, was für ihn die Frage nach sich selbst umso dringlicher werden lässt. Was ist das, der Mensch? Was heißt es, ein Mensch zu sein? Die Antwort auf diese Frage ist die Aufgabe der philosophischen Anthropologie. Dem Entwurf einer zeitgenössischen philosophischen Anthropologie, die zumindest Hinweise auf eine theoretisch und praktisch zureichende Antwort auf das Problem, das der Mensch für sich selbst ist, geben kann, hat Helmut Fahrenbach unermüdlich seine nunmehr als 7 Jahrzehnte dauernde philosophische Forschung gewidmet. Den Problemen, die sich ihm dabei stellten, ist er in einer Vielzahl von akribisch ausgearbeiteten philosophischen Aufsätzen so intensiv nachgegangen, dass er jetzt die Summe seines Schaffens in einer nun auf 12 Bände angewachsenen Werkausgabe vorlegen kann, in der er seine Texte thematisch zusammengestellt und zu einzelnen Bänden zusammengefasst hat.
Fahrenbachs Aufsätze waren bis dato zeitlich und editorisch weit gestreut und dadurch heute für viele nicht mehr leicht auffindbar, was einer angemessenen Rezeption im Wege stand. Durch ihre konzentrierte Zusammenstellung wird nun ihr systematischer Zusammenhang ersichtlich und ihre philosophische Bedeutung betont, die Fahrenbach mit seinen prominenteren philosophischen Freunden und Zeitgenossen Dieter Henrich, Ernst Tugendhat und Jürgen Habermas auf Augenhöhe zeigt. Die von Fahrenbach selbst vorgenommene Zusammenstellung der Aufsätze zu einzelnen Bänden und deren Nummerierung geben eine Ordnung der Bände wieder, die grob einer biografisch-editorischen Chronologie nachgeht. Diese wird allerdings, wenn erforderlich, durch sachliche Zuordnung von Arbeiten, die früher oder später erfolgt sind, durchbrochen. Den ersten Band zum Philosophiebegriff ausgenommen, startet sie mit der Dissertation vom Wesen und Sinn der Hoffnung aus dem Jahre 1955. An diesen schließen sich dann das Hoffnungsthema weiterführende Reflexionen zu Ernst Blochs Philosophie der Hoffnung und Utopie an. Mit Bloch, den Fahrenbach schon während seiner Tübinger Assistenzzeit bei Walter Schulz kennenlernte, verband Fahrenbach eine gegenseitige Wertschätzung. Dies dürfte nicht zuletzt dem Umstand geschuldet sein, dass beide unabhängig voneinander die Bedeutung des Hoffnungsthemas erkannten. Sicher hatte Bloch auch seinen Anteil daran, dass sich Fahrenbach von dem in der Dissertation noch spürbaren Einfluss des Theologen Rudolf Bultmann, der von ihm wegen dessen dialektische Theologie nach wie vor geschätzt wird, später kritisch absetzte. Nach der Hinwendung zu einem atheistischen Humanismus und Existenzialismus verdrängte die Ethik das Interesse an theologischen Fragen endgültig. Davon zeugen die Bände 3 und 4, die die Arbeiten aus den 60er Jahren zum Verhältnis von Existenzphilosophie und Ethik enthalten. Kierkegaards existenzdialektische Ethik und philosophische Anthropologie, Gesellschaftstheorie und Ethik. In diesen wird die praktische Philosophie noch vornehmlich als Individualethik gefasst, die vom existenziell-ethischen Selbstverständnis her und auf das Selbstsein können hin von den Existenzphilosophen thematisiert wurde, freilich um den Preis einer Unterbestimmung der gesellschaftlichen Bedingungen und Bezüge ethischer Existenz, wie Fahrenbach am Ende des vierten Bandes kritisch konstatiert. Dies nötigte zu einer thematischen Weiterung der existenzphilosophischen Anthropologie und Ethik, um die gesellschaftstheoretische Dimension zu einer umfassenden kritischen Philosophie der Praxis, was eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Marxismus bedeutete, die zudem auch durch die politische Revolte der 60er Jahre motiviert wurde. Infolge dieser Erfahrung beschäftigte sich Fahrenbach seit den 70er Jahren auch intensiv mit dem Verhältnis von Politik und Philosophie, insbesondere in Deutschland. Ein Thema, das von der Philosophie Rechtfertigung verlangt, nicht zuletzt wegen der erschütterten Unfähigkeit der akademischen Philosophie in der Weimarer Zeit, sich der entstehenden Nazi-Diktatur entgegenzustellen. Im Gegenteil, wurde sie doch von einigen ihrer Protagonisten, zum Beispiel Martin Heidegger, sogar begrüßt. Ein weiteres war ihre Schwierigkeit im Nachkriegsdeutschland, sich den im Namen der Deutschen begangenen Grausamkeiten zu stellen. Ein drittes war der Zusammenbruch der dem Sowjetmodell eines realen Sozialismus folgenden Staaten, die DDR eingeschlossen, in den frühen 90er Jahren. Im Anschluss an diese Ereignisse und angesichts der repressiven Erfahrung jenes Modells stellte sich der auf Emanzipation zielenden Philosophie unweigerlich die Frage nach der Zukunft des Sozialismus und ob er denn überhaupt noch eine habe und haben sollte. Die Arbeiten dazu, die das Festhalten an der Idee einer humanen Gesellschaft verteidigen und versammelten in Philosophie, Politik, Sozialismus. Auf diesem Band folgte die Auseinandersetzung mit zwei Autoren, die Fahrenbach neben Bloch eigene Bände wert waren, Brecht und Jaspers. Der Band Bertolt Brecht, Philosophie als Verhaltenslehre, dessen Urfassung schon in den 80er Jahren entstanden war, erkennt in Brecht den marxistischen Philosophen, dessen praxisphilosophische Einsichten, ausgedrückt in theoretischen Texten und Gedichten und in Theaterstücken,
exemplarisch vorgeführt, als literarisch ausgearbeitete Beiträge zur Thematik von Existenzphilosophie, Ethik und Gesellschaftstheorie zu verstehen sind. In jene Zeit fällt auch die Intensivierung der Beschäftigung mit Karl Jaspers, der für Fahrenbach schon in seinen existenzphilosophischen Jugendjahren ein wichtiger Autor gewesen war. Jetzt sieht er in ihm nicht mehr nur den Philosophen der menschlichen Existenz, sondern er gewinnt für ihn vor allem auch als ein Theoretiker kommunikativer Vernunft an Bedeutung. Jaspers Fassung derselben ermöglicht eine notwendige anthropologische Erweiterung des sprachpragmatisch verengten Begriffs kommunikativer Vernunft, wie er sich bei Jürgen Habermas findet. Mit Karl Jaspers Philosophie der menschlichen Existenz und Vernunft, mit diesem Band will Fahrenbach auch die Unterbewertung von Jaspers durch die philosophische Fachwelt korrigieren. Seit den 90er Jahren verfolgte Fahrenbach das Projekt, seine verschiedenen Beiträge zur philosophischen Anthropologie so zusammenzustellen, dass sie einen Rahmen bilden, in den seine Arbeiten zur Sprachphilosophie, Ethik und Gesellschaftstheorie sich einfügen können und ihren jeweils angemessenen Ort darin finden, so dass ihre Verweisungszusammenhänge sichtbar werden. Dieser systematische Entwurf einer philosophischen Anthropologie als einer anthropologisch zentrierten Philosophie praktischer Existenz umfasst den Doppelband Philosophische Anthropologie, Zentrum der Philosophie und Anthropologie, Lebenspraxis, Ethik, humanistische Lebensphilosophie. Am Vorende der Werkausgabe steht als 10. Titel die Philosophie kommunikativer Vernunft, die sich an die Thematik des 9. Titels anschließt und in der das Programm einer Anthropologie in praktischer Absicht in Form einer kritisch-utopischen Philosophie emanzipatorischer Praxis konkretisiert und um die weltgesellschaftliche Dimension erweitert wird. Der Sinn der von Fahrenbach vorgenommenen Gliederung der Werkausgabe bliebe allerdings unterbestimmt, wenn diese allein als eine biografisch-editorische angesehen würde. Denn hinter dieser dem Inhalt äußerlich bleibenden Chronologie verbirgt sich ein tieferer philosophischer, sich aus der Sache selbst ergebender Sinn, der sich dem Blick erst dann erschließt, wenn er aus der Perspektive der Sinn- und Zweckbestimmung der Philosophie erfolgt. Dies wird schon an der Sonderstellung des ersten Bandes ersichtlich, der sich nicht in das biografisch-editorische Schema einfügt. Es wäre ja auch naiv in einer Zeit, in der die Möglichkeit und Relevanz von Philosophie generell in Frage steht, unmittelbar mit dem Philosophieren beginnen zu wollen. Deshalb schickt Fahrenbach der Werkausgabe einen einleitenden Band voraus, in dem er auf die Situation der Philosophie, in die sein eigenes Philosophieren gestellt ist, blickt und das von ihm zugrunde gelegte Verständnis von Philosophie aus ihrer gegenwärtigen Problemlage entwickelt. Sein dort entfaltetes, sachlich begründetes Verständnis von Philosophie umreißt mit den darin versammelten und es exponierenden Arbeiten skizzenhaft sein philosophisches Programm, das sein Gesamtwerk in Nutze abbildet und das in durchgearbeiteter Form in der zwei Bände umfassenden philosophischen Anthropologie zu sich selbst kommt. Die Konzeption eines Philosophiebegriffs, der sich in den Kontroversen der Philosophie im 20. und 21. Jahrhundert soll bewähren können, ist keine einfache Sache. Denn die Philosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist in eine Vielzahl von nicht nur differenten, sondern divergierenden Positionen, Problemstellungen und Methoden zerfallen. Uneins in der Auffassung dessen, was Philosophie sachlich-methodisch sein könne und sein solle, befindet sie sich im Widerstreit mit sich selbst. Divergenzen in der Philosophie treten insbesondere auch dann auf, wenn sie versucht, sich gegenüber anderen Erkenntnisformen und Wissensansprüchen, insbesondere der Einzelwissenschaften, abzugrenzen. Gleiches gilt für die Beurteilung und Einbeziehung der philosophischen Tradition. Obzwar die zeitgenössische Krise der Philosophie einer internen Differenzierung und der sich daraus ergebenden Streitereien und gegenseitigen Missachtung geschuldet ist,
bleibt das größere Problem für Sie eigentlich die hinzutretende Infragestellung der theoretischen Relevanz und Kompetenz der Philosophie von Seiten der Wissenschaften einerseits und die Infragestellung der praktischen Relevanz der Philosophie für die Probleme der gegenwärtigen Lebenswelt und Lebenspraxis andererseits. Diese externe Infragestellung der theoretischen und praktischen Relevanz der Philosophie ergibt sich aus der Stellung der Wissenschaften in der modernen Welt. Diese sind selber konstitutiver Faktor der technologischen Welt, von dem auch praktisch-politische Orientierungs- und Führungsleistungen erwartet werden. Auch wenn die kritische Reflexion dieser Rolle von Wissenschaft und Technik selbst ein Stück Philosophie zeigen kann, wie die Wissenschaft zu einer die Lebenswelt hermeneutisch prägenden Kraft wird und im Dienst von Profitinteressen Realität organisiert, stellt sich doch mit Adorno unweigerlich die Frage, wozu noch Philosophie? Damit ist die Aufgabe gestellt. Die Philosophie hat, soll ihre Stimme noch Gehör finden. Den Nachweis ihrer Relevanz für das Leben zu erbringen und deutlich zu machen, dass sie sich nicht in einem beliebigen Sammelsurium von Meinungen erschöpft, sondern dass hinter allen Differenzen ein Gesichtspunkt der Einheitlichkeit aufscheint. Ein solcher kann freiwillig nicht beanspruchen, die Differenzen in der Philosophie zu überwinden oder gar aufzuheben. Um einen Rückfall hinter das erreichte Reflexionsniveau zu vermeiden, muss die Differenzierung gewahrt bleiben. Gefordert ist gemäß den drei Maximen, die Fahrenbach für die Selbstreflexion der zeitgenössischen Philosophie aufstellt, vielmehr eine problembezogene, offene Integrierung der universellen Differenzierung des philosophischen Gegenwartsbewusstseins, dessen Aktualität ausgewiesen ist. Ohne eine die Komplexität unzureichend verkürzende Reduktion vorzunehmen, lässt sich ein solcher Gesichtspunkt aber weder aus der Tradition noch aus den Positionen und Methoden der zeitgenössischen Philosophie, in der ja ihre Diversität gerade besteht, gewinnen. Dies kann nur ein problembezogenes Orientierungsschema leisten. Allein der Weg über ein einheitliches Problembewusstsein, das aus Schlüsselproblemen besteht, die in den verschiedenen Richtungen der Philosophie präsent sind, ist also dafür noch offen, auch wenn dabei die Bedeutung dieser Probleme verschieden eingeschätzt und ihre jeweilige Erörterung unterschiedlich ausfällt. Schlüsselthemen haben eine zentrale und signifikante Bedeutung für das je gegenwärtige Philosophieren, sowohl für den Stuhlbegriff, in dem sie durch verschiedene Positionen und Probleme hindurchgreifen und Sachbereiche und Problemkomplexe übergreifen, wie auch für den Weltbegriff der Philosophie, in dem sie mit Problemen der gegenwärtigen Welt, das heißt insbesondere der Wissenschaft und der gesellschaftlichen Praxis, vermittelt sind. Die großen Texte der Philosophie bleiben interessant, weil sich ihre Inhalte verflüssigen, in kritisches Argumentieren zurückholen lassen, das sie einmal hervorbrachte. Selbst in Hegels System und Dialektik ist der platonische Dialog noch lebendig, in dem der fragende Sokrates das Denken vorantreibt. Der kritische Impuls des Sokrates bleibt der Philosophie erhalten. Philosophie als Philosophieren, eine Tätigkeit, die sich im Modus des Fragens vollzieht. Daran orientiert sich das regulative Verständnis von Philosophie und Fahrenbach knüpft an Transzendentalphilosophie an, deren systematische Einheit in einem Gefüge von Grundfragen besteht. Zitat Helmut Fahrenbach: Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung lässt sich auf folgende Fragen bringen. Erstens, was kann ich wissen? Zweitens, was soll ich tun? Drittens, was darf ich hoffen? Viertens, was ist der Mensch? Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion, die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen. Zitat Ende. Auffällig ist, dass die ersten drei Fragen, die das spekulative und praktische Interesse der Vernunft vereinigen,
dieselbe grammatikalische Form aufweisen, während die vierte formal anders gebaut ist. Gleichwohl wird sie als der Bezugspunkt der vorausgehenden Fragen bezeichnet. Insofern durch die Beziehung der drei ersten philosophischen Grundfragen zur vierten, die philosophische Anthropologie, bestimmt wird. Obwohl jede der ersten drei Fragen ihren eigenen Bestand an Sachproblemen hat und für sich von Interesse ist, leisten sie doch darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Bestimmung des Menschen. Denn die Frage nach dem Menschen muss auf die ihn wesentlich bestimmenden Momente seines Seins als freies, durch seine Natur zur Selbstbestimmung genötigtes Wesen, eben Wissen, Tun bzw. Handeln, offen heruntergebrochen werden, so dass die Antworten auf die ersten drei Fragen in ihrem Zusammenhang zugleich die Antwort auf die vierte sind. Darum machen sie nach Kant den Inhalt der philosophischen Anthropologie aus und überschreiten ihren engen Sachbereich, was ihnen ihren außerordentlichen Wert für den Menschen verleiht. Aber dieser Wert der Fragen wird es dann ersichtlich, wenn sie gemeinsam auf die vierte ausgerichtet sind, weil die Sinn- und Zweckbestimmung der drei ersten Fragen nur in Bezug auf die vierte definiert und ausgewiesen werden kann. Die Beziehung der Fragen zueinander ist doppelsinnig. Während also die ersten drei Fragen der vierten den Inhalt liefern, verleiht diese ihnen Sinn und Zweck. Fahrenbach verdeutlicht mit seiner Interpretation des kantischen Fragegefüges, wie durch die Orientierung auf die Selbstbestimmung des Menschen die Idee der Philosophie regulativ das Philosophieren bestimmen kann und es ermöglicht, eine philosophische Anthropologie in Form einer offenen Systematik in ihrer grundlegenden Funktion zu gestalten. Durch diese Systematik und Zielbestimmung der Philosophie im Ganzen, die sich in dieser Zusammenstellung der philosophischen Grundfragen erkennen lässt, bestimmt sich der Endzweck der Vernunft mithin der Philosophie als die ganze Bestimmung des Menschen. Wir schließen jetzt unseren zweiten Teil mit einem weiteren Zitat ab. Sie haben jetzt gerade Ausschnitte aus dem Beitrag von Martin Böhler gehört. Martin Böhler greift in seinen Darlegungen auch die Bedeutung der Sprache für die philosophische Praxis auf. Er schreibt: Alle Praxisphilosophie, ja, die individuelle und gesellschaftliche Praxis selbst als bewusst vollzogene, ist trivialerweise sprachlich verfasst. Sprache als Medium des Verstehens und der Artikulation von Praxis ist das Wesensmerkmal des Menschen überhaupt. Sprache ist unumgängliche Voraussetzung wissenschaftlicher Theorie und gesellschaftlicher Praxis, die sich im Felde der Politik in demokratischen Diskursen vollzieht. Über die im engeren Sinne linguistischen Probleme der Syntax, Semantik, Pragmatik hinaus realisiert sich die Sprachlichkeit intersubjektiv als kommunikative Vernunft. Dies verlangt auch die Rückfrage in die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten philosophischen Denkens selbst, sprachanalytische und hermeneutische Reflexionen über Status und Gewissheit philosophischer Reflexion, philosophischen Gedanken einerseits, aber auch die Untersuchung der sprachlichen Artikulation gesellschaftlicher Interessen andererseits. Sprachkritik als Ideologiekritik. Wenn man von der heutigen Problemlage ausgeht und sich der Abfolge überlässt, in der sich die Phänomene dem philosophischen Bewusstsein aufdrängen, hat sich eine veränderte Reihenfolge der kantischen Fragen von selbst ergeben. Vom Hoffen über das Handeln zum Sprechen ist man unterwegs zum Menschen. Zitat Ende. Zum Abschluss der gesamten Lesung heute lassen wir noch einmal Helmut Fahrenbach direkt zu Wort kommen. Wir zitieren zwei kleinere Auszüge aus einem wenig bekannten Papier mit dem Namen Thesen über Lage, Begriff und Funktion der Philosophie. Das schon mehrere Jahrzehnte alte Dokument erscheint im demnächst kommenden Band Existenzanalyse und Sprachreflexion. Das den philosophischen Fragen motivierend und sinngebend zugrunde liegende, beziehungsweise in ihm zum Ausdruck kommende Erkenntnisinteresse ist keineswegs rein theoretischer, sondern existenziell und praktisch vermittelter Art.
denn es bestimmt sich in seiner expliziten Form als das Vernunftinteresse des Menschen ein lebensorientierender Welt- und Selbsterkenntnis. Kierkegaard nannte es Existenzdurchsichtigkeit im Sinne einer rechtfertigungsfähigen und emanzipatorisch praktisch relevanten Selbstverständigung und Handlungsorientierung in der sozialen Welt als dem Bereich des für seine Erfahrungen und Intentionen Wirklichen und Möglichen. Dieses Interesse ist mit der Existenz des Menschen als Bewusstsein beziehungsweise durch die Spannung zwischen der Faktizität der Welt und Leben und dem transzendierenden Vermögen von Vernunft und Fantasie gesetzt, die sich in der Differenz beziehungsweise im Widerspruch zwischen Idee und Realität, Möglichkeit und Wirklichkeit, dem, was ist und dem, was sein kann oder sein soll, ausprägt. In einer solchen Situation ist Sinnverstehen beziehungsweise eine vernünftige Lebensorientierung nur als Prozess der theoretisch-praktischen Vermittlung beziehungsweise Aufhebung jener Differenzen möglich. Eben dies ist meines Erachtens, sagt Helmut Fahrenbach, das Erkenntnisinteresse, das Lebenspraxis und Wissenschaft übergreifend philosophische Reflexion motiviert. Zitat Ende. Ein letztes und abschließendes Zitat von Helmut Fahrenbach. Die teleologisch-utopische Funktion philosophischen Denkens wirkt sich überall dort aus, wo die realen Gegebenheiten im Hinblick auf entworfene Ziele, antizipierte Möglichkeiten, Alternativen zum Bestehenden und seinen Entwicklungsmöglichkeiten durch Akte produktiver Fantasie auf Zukunft und eine verändernde Praxis hin überschritten werden. Das geschieht bereits in allen normativen Erörterungen, die immer ein Transzendieren des Faktischen und einen Entwurf von Zukunft enthalten. Sodann im ausdrücklichen Denken des theoretisch und praktisch Möglichen in seiner Spannung zum Wirklichen, in Richtung konkreter Utopie, die Möglichkeitsdimension des Wirklichen aufzudecken und durch Entwerfen auch das jetzt unmöglich Scheinenden, das Bewusstsein des Möglichen und die Motivation für eine verändernde Praxis zu aktivieren. Wir gratulieren mit dieser Lesung Helmut Fahrenbach zu seinem 95. Geburtstag und danken Ihnen, danken euch, dass ihr zugehört habt, dass Sie zugehört haben.